Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge wurden wir ja ein bisschen aufgemischt und haben zumindest dann am Ende noch ein paar Levelaufstiege machen können. Jetzt habe ich noch was anderes vor, und zwar zuerst möchte ich gerne meine Waffe wieder ändern, denn momentan ist mir der Speer des Lothric-Ritters immer noch zu schwer. Das heißt, ich gehe zurück auf mein Feuerschwert, auf mein feuriges Langschwert. Gerade das Ifrit-Schwert, das wäre auch nicht schlecht, aber ist ein bisschen schwächer. Ja, wie gesagt, ich möchte später sowieso auf Speere gehen. Der wird dann auch noch ein bisschen verzaubert, würde ich sagen. Und ja, schauen wir mal, ne? Momentan erstmal nur das Schwert. Und dann habe ich noch vor, mich hier mit ein paar Leuten zu unterhalten, denn die haben wir schon gesprochen, oder? Ja, okay. Allerdings, die ganzen Leute, die wir quasi befreit haben, die sind jetzt auch hier. Und das heißt, mit denen können wir entsprechend mal reden. Hier ist der eine, zum Beispiel, der Dicke, nenne ich mal den Dicken, den wir bei der einen abgebrochenen Brücke gesehen haben. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to be, and I never would have. I thank you, dear. Okay, wahre Stärke entfalten. Then shall we begin, bearer of the dark sign? Ach, genau. Und bei dem, das hat mir mein Kumpel gesagt, bei dem können wir unsere Stufen erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie oft. Ich glaube, jedes Mal, wenn man stirbt, kann man das machen. Und das werde ich jetzt einfach mal tun, weil... Ach, warum denn nicht? Ich wollte es zwar eigentlich nicht machen, aber... Was soll es? Gegenstand kaufen. So, was hast du denn hier Schönes? Zauberschild. Werkzeuge, Materialien. Zauber. Zauberschild. Was brauchen wir denn dafür, um das zu wirken? Ach, da stehen die Attribute, die man braucht. Okay. Gut, wahrscheinlich Glaube oder so ist das dann. Zu relativ viel davon. Moment, ich schaue ihm nach. Status, was ist denn das? Intelligenz. Okay, da haben wir gerade mal 9. Das wäre aber vielleicht eine Idee. Ich schaue nochmal kurz rein. Denn ein paar davon kosten nur 10. Die beiden hier hinten. Zauberwaffe. Verstärkt die rechte Waffe mit Magie. Das würde uns ein einziges Level kosten. Zauberschild, Zauberwaffe. Und das hier von Zauberei. Feuert einen Seelenpfeil ab. Das brauchen wir nicht, aber gerade so Zauberwaffe, das klingt eigentlich gut. Das macht dann quasi ein bisschen extra Schaden. Das müsste auch der Move sein, den die anderen immer gemacht haben gegen mich. Diese anderen Spieler, die bei mir halt eingedrungen waren. Die halt dann ihre Waffe so ein bisschen verzaubert haben. Hier ist noch einer. Oh, hello, you're back. Hallo. In one piece. Whatever trinket is dog. Okay, was können wir bei dem machen? Ja, da können wir nämlich heute gleich mal sehen, was es hier so zu tun gibt. Knochen von Loretta hergeben. Ja. Heavens. Ach, das war die Frau von ihm. Thank you. Almost a relief. You can keep the ring as. Alles klar, cool. Also haben wir hier den Ring abgegeben, beziehungsweise den Knochen, und dürfen den Ring jetzt behalten. Sehr schön. So, was gibt's denn hier Schönes? Feste Lederrüstung. Pfeile, gewöhnlicher Pfeil und Brandpfeil. Ja, Standardbolzen. Ein bisschen Rüstungszeugs, aber auch nichts, was ist. Normaler Speer. Nichts, was mich jetzt wirklich hier vom Hocker reißt. Ja, nee, ne? Okay, ja, gut, dann lassen wir das so. Wir können mit dem Schmied im Prinzip auch noch reden. Das lohnt sich jetzt allerdings nicht so. Ich möchte allerdings noch mit dem hier. Nee, das war der normale Händler. Es gibt noch irgendwo so ein kleines Kind. Moment, das finden wir auch gleich. Da oben sitzt's, ne? Ja, ich habe mich ein bisschen unterhalten mit meinem besten Kumpel, der hier viel, ja, mir viel voraus ist, der das Spiel auch spielt und halt schon ein bisschen weiter ist und mir da ein paar Sachen gesagt hat, die ich einfach übersehen hätte. Na, das ist nun mal so. So, der sieht nicht sonderlich glücklich aus hier, der Kleine. Der hat auch keine Beine, wie es aussieht. Ist auch kein Kind, sondern ein Alter. Okay. Alles klar. Lutlad aus Kurland, okay. Ein Aschefürst, okay. Wandlungsofen hergeben, genau, und das sollte ich machen, yo. Den habe ich gefunden und da habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und ja, bei dem Baumboss, ne? Vertrete Seele, Wandlung ist die Kunst, die Essenz einer Seele zu extrahieren und zu verschmelzen. Ja, ja. Also heißt das im Endeffekt nichts anderes, als dass ich hier die Bossseelen umwandeln kann? Aha, nice. Hüllenschlechter Großschwert und Arstors Speer. Und das ist eine Sache, die mich vielleicht auch interessiert, denn das klingt echt gut. Hohe Priesters linkes Auge. Ich weiß auch, dass ich hier später Havels Ring bekomme. Havels Ring ist ein Ring, den ich aus dem ersten Teil kenne, der die Belastung erhöht. Die Belastung, beziehungsweise
mindert, die man hat, die Belastung, die man haben kann, wird damit auch erhöht, ne, um sich besser bewegen zu können. Ich werde, sobald ich die... Habe ich noch irgendwelche Seelen, die ich da nutzen kann? So, Moment, wir schauen mal kurz in mein Inventar rein. Ja, das ist jetzt ein kleines bisschen Zeit, die ich hier mal aufbringen muss. Ah, das ist ja nicht ganz so wild, denke ich. Nee, ich habe keine Seelen mehr. Aber gut, ich werde dann auf jeden Fall hierher kommen wieder und werde mal schauen, ob ich das so umwandeln kann. Ich würde jetzt eben mal noch eine Clut benutzen. Zack. Und dann geht's auch schon zurück zu unserem, naja, bekannten Gebiet, würde ich mal sagen. So, das hat uns nichts abgezogen. Da, wo wir zuletzt waren, wieder zurück in den Sumpf mit den Krabben und so weiter und so weiter. Und den ganzen, den ganzen einfallenden anderen Spielern. So, Pfad der Opferungen, Halbfeste. Wir wollen zur Halbfeste und dort, wie gesagt, den Sumpf erneut betreten. Und vielleicht heute mal weiterkommen. Ich werde mich jetzt wieder, so gut es geht, da durchkämpfen und mal schauen, wie lange es dauert, bis heute der nächste Gegner kommt, der mich zerstören will. Ich sag schon gar nicht mehr, mal schauen, ob heute einer kommt. Nein, ich sage mal schauen, wann er kommt und wo er kommt und wie lange es dauert. Jo, bis dahin töten wir die da. Au. Ausweichen. Ach, komm schon. Kollege, was soll's, okay. Achso, ich habe noch was vergessen, aber das machen wir ein andermal. Ich habe nämlich noch ein Item gesehen beim Feuerbandschrein. Also ich habe mal kurz mich ein bisschen umgeschaut, weil ich natürlich nicht in der Folge jetzt die ganze Zeit rumirren wollte. Habe mich mal ein bisschen umgesehen dort, um herauszufinden, wo ich jetzt noch was holen kann, wo die ganzen Leute sind, mit denen ich quatschen möchte und so. Habe ich das natürlich, habe ich halt auch mal ein Item gefunden. So, wunderbar. Ich hätten wir. Ja, und ich wollte es halt nicht aufheben auf Screen. Also nicht aufsammeln auf Screen, ne? Das ist ja auch Quatsch, wenn ihr das dann nicht seht. Zack. Okay, den machen wir gleich als nächstes. Zack, zack, zack. Jetzt ist die Frage, ob ich mich wieder mit diesen Krabben anlegen möchte. Die einfache Antwort wäre nein, auf keinen Fall. Aber irgendwie, naja, ist halt immer so das Problem. Wenn ich das nicht mache, dann stören die mich später mit Sicherheit noch. Okay, den hätten wir. Meine Ausdauer ist nach wie vor ein bisschen zu wenig. Ich habe jetzt die Belastung nochmal erhöht. Die Belastung, die ich nehmen darf, nehmen kann. Wie sieht es denn eigentlich mit Rüstung aus? Was mache ich denn hier eigentlich? Ausrüstung, da wollte ich rein. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, Ritterrüstung? Haben wir noch was Besseres? Das hier, ne? Die Lothric-Ritterrüstung. Ja, die ist aber auch viel schwerer. Alter Vater. Na gut, okay. War nur ein Versuch wert. Ich wollte es wenigstens mal anschauen. Und mal gucken, was passiert. So, wo sind denn jetzt hier die großen Schildkröten? Schildkröten, sage ich schon, die großen Krabben da hinten. Nicht das große Krabbeln, nein, nein, das ist leicht zu verwechseln, aber nein, das ist es nicht. Nein, nein. Wir wollen Krabben töten. So, es wäre übrigens schön, wenn ich ein bisschen mehr nach oben schaue. Ich will auch gar nicht so weit jetzt auf die Seite hier hinten. Ich möchte nämlich eigentlich an der anderen Seite entlang gehen. Ich muss aber wohl oder übel eigentlich diese großen Krabben aus dem Weg räumen. Denn sonst... Wow, wo kam der denn her? Alter, da bin ich aber noch gerade so ausgewichen. Ich hoffe mal, die Krabbe habe ich abgeschüttelt. Autsch, das hat nicht funktioniert. Warten, bis er nicht mehr zuschlägt. Und dann drauf. Ah, das war genau so wollte ich es nicht machen. Alter, ey. Jetzt habe ich ihn aber. Okay. Das Gute ist, wenn man ihn einmal in der Schlagkombination drin hat, kommt er nicht mehr raus. Okay. Was droppt der? Glut. Das ist gut. Das ist sehr schön. Davon habe ich nicht mehr genug. Ich habe zwar jetzt zwei Tränke verbraucht, weil ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe. Aber es ist so wie immer. Ich mache heute eine neue Aufnahme und, naja, meistens, ich würde sagen meistens, nicht immer, aber meistens ist es so, wenn ich eine neue Aufnahme mache, brauche ich ein kleines bisschen, um mich hier rein zu fuchsen. Okay. Das ist nicht gut. Eins, zwei, drei. Und weg, und weg, und weg. Ja, sehr schön. Ausdauer auffüllen. Und weg mit dir. Ja, alles easy, alles easy. Also das sind jetzt wirklich die Gegner, die mir Schwierigkeiten bereiten. Auch wenn die nicht immer ganz leicht sind, gerade so in größeren Gruppen, sind die schon nicht zu unterschätzen hier. So, sehr schön. Auch erledigt. Im Prinzip würde ich jetzt gerne diese Krabbe da hinten töten, weil die mir im Weg ist und weil die mir den Weg... Versperrt die mir den Weg überhaupt, den ich gehen muss? Ich könnte auch hier oben lang gehen. Tja, ist auch so eine Frage, ne? Den Hund, den müssen wir auf jeden Fall umhauen. Zack, aber die sind kein Problem. Die sind auf jeden Fall easy. So, wie sieht's denn hier aus? Da ist der nächste von dieser Sorte. Ich könnte auch diese ganzen Pilzkreaturen hier platt machen, aber die lohnen sich so gar nicht. Also, eigentlich völliger Unsinn. Ich gehe mal hier hoch. Ist da irgendwas noch? Nö, den einen, ach, den lasse ich jetzt einfach mit seinem großen Holzstab da in Ruhe. Und ich gehe nochmal hier lang. Ich müsste eigentlich wieder in dieses Dings hier rein.
war ich auch schon mal. Was steht da? Ich hab's gerade nicht gesehen, weil ich wegdrücken musste. Hurra für Sumpf. Okay, ja, der Sumpf ist so die richtige Assi-Gegend, die ich so gar nicht leiden kann. Ich müsste im Prinzip da runter und da müsste auch irgendwo der Aufgang sein, oder? War es hier schon? Ach, ich bin verwirrt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wo ich hin muss. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Tja, jetzt kommt er schon, oder? Ja, jetzt muss ich ihn platt machen. Super. Komm schon. Abwarten. Und zack, das war's. 6 Schläge, ja, das habe ich mir mittlerweile wunderbar eingeprägt. Und eine kleine Titanitscherbe nehme ich an. Jo. Ja, die Droppen nehme ich Glut und Titanitscherben. Eigentlich eine richtig gute Sache, um das mal farmen zu... Also wenn man das mal farmen möchte, ist das auf jeden Fall gut zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ein Schlag noch, den muss ich jetzt gechillt setzen. Ja, genau so nicht. Genau so nicht. Ich habe mich noch richtig schön dreimal treffen lassen. So viel zum Thema gechillt setzen, den Schlag. Naja, was soll es, okay. Ist nein, nun mal leider so. Ich habe jetzt schon wieder einen Trank verbraucht. Da oben sind noch diese Teile und da unten. Naja, da ist nichts mehr. Ja, ist ja gut, ich mach dich tot. 1, 2, 3 und zurück. So, der andere kommt auch noch. Na, was soll's, wir müssen eh ein paar Seelen farmen. Schadet ja nicht, ne? Gut, okay. Aber immerhin bis jetzt noch keine Invasion. Keine Invasoren bis jetzt, die sich hier in mein Spielgeschehen einmischen wollen. Gut, das Problem ist jetzt allerdings, ich muss da lang. Da muss ich durch und ich schätze, dass hier irgendwo dann auch die dicke Krabbe kommt. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Das Problem ist allerdings, ich kann auch die Krabbe nicht leben lassen. Die dicke Krabbe hier, die eine zumindest nicht. Denn wenn ich dann doch mal weg muss, plötzlich, weil ich hier... Ist hier ein Feuer? Das habe ich noch gar nicht gefunden bis jetzt. Ach, la. Ist das da ernst? Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, tatsächlich. Gelobt sei die Sonne. Woo, praise the sun. Ja, cool. Das Feuer habe ich tatsächlich bis jetzt immer übersehen. Ich gehe sogar mal ran, weil ich meine Tränke wieder auffüllen möchte. Und dann kann ich ja mal schauen. Kann ich die ja abballern? Ist ja eigentlich voll perfekt, oder? Die wehrt sich gar nicht. Ja, den baller ich jetzt tatsächlich mal runter. Was soll's? Wir haben ja sonst nichts vor. Aber das ist ganz gut, jetzt wenn ich hier das Feuer... Okay, das bringt überhaupt nicht. Na gut, dann brauche ich den aber nicht platt machen hier. Wie kann ich denn dieses Leuchtfeuer jedes Mal übersehen haben? Ist doch nicht der Ernst, ey. Mann, Mann, Mann. Na gut, im Prinzip würde ich trotzdem gerne die Schildkröte... die Krabbe. Ich sag immer wieder Schildkröte, ne? Die Krabbe töten, aber ich glaube, so wichtig ist es nicht mal, denn ich kann ja einfach hier runtergehen. Komme ich da auch wieder hoch? Nee, komme ich gar nicht wieder hoch, oder? Zumindest nicht direkt aus dem Sumpf. Naja, dann ist es eigentlich gerade umso wichtiger, dass ich das töte. Ich komme überhaupt nicht hoch. Ist ja voll doof. Na gut, okay. Ach, wisst ihr was? Ich sag nur eins. Wow. Hallo Wolf, Hund, du weißt schon, was du bist. Ich sage es einfach Geronimo und gehe runter und dann scheiße ich halt einfach drauf. Was soll's? Zack, zack. Ich wollte übrigens mal nachsehen, in welchen Eid ich bin. Das weiß ich nämlich immer nicht. Wenn mich jemand fragt, bin ich überfragt. Kann die Antwort nicht geben. Und das ist schade. Ja, deswegen schaue ich gleich nach, sobald ich mich mal in Sicherheit wähne. So, die Krabbe. Na gut, dann mach ich sie halt doch platt. Ganz in Ruhe. Und da kommt einer. Okay. Alles klar. Gut, das heißt für mich, ich renne jetzt zurück zu meinem Feuer. Vorausgesetzt, ich komme da irgendwie safe hin. Ohne die Krabbe vielleicht. Und oh nein, es sind diese ganzen Teile hier. Das ist nicht gut. Das ist natürlich richtig scheiße jetzt, weil ich an dem Feuer dran war. Au. Ist das ein bisschen schwierig. So, eigentlich wollte ich jetzt nur hoffen, dass ich hier safe zu meinem Feuer zurückkomme. Und dann hoffen, dass ich diesen Typi platt machen kann. Wieder irgendein Fach- und Wachhund. So heißen die scheinbar immer hier. Die hier Invasionen machen. Da ist er. Batpaka. Okay. Ach, komm schon. Ja, dich mache ich platt. Du bist sowas von dran. Ja, klar. Ich war ja auch nicht viel zu weit weg. So, erstmal einen Trank schlucken. Ja, verbraucht deine Ausdauer. Dich kriege ich schon. Da ist auch die Krabbe noch im Hintergrund. Hast du dein Feuer drauf gezaubert? Ist doch mir egal, ob du ein Feuerschwert hast. Ich hab das sowieso. Ah ja, alles klar. Das Problem ist auch immer, dass es ein bisschen leckt alles. Ups, ich bin runtergefallen. Das ist nicht gut.
Ich bleib mal schön da oben. Da bin ich relativ sicher vor den Monstern zumindest. So, okay. Das kann doch nicht sein, dass der sich so umdreht beim Zuschlagen. Dich mache ich sowas von platt. Wir rollen. Immer schön Ruhe bewahren. Wir haben erstmal genug Tränke. Ach, komm schon. Meine Fresse, wie viel Ausdauer hat denn der bitte? Der hat mir ein bisschen zu viel Ausdauer, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Mhm. Naja, es ist wie immer dasselbe. Sehr gut, das hat richtig gesessen. So, jetzt nimmt er einen Trank, ich aber auch. Was soll's. Ich habe so das Gefühl, wer hier in die Offensive geht, der hat hier die besseren Karten. Ja, verschwende doch deine blöden Gegenstände, ist mir doch egal. Ah, es war das Feuerdings im Weg, Mann. Ich glaube, der sieht die Krabbe nicht mal, die da gerade in seinem Weg steht. Ja, ich bin weggegangen, alles klar. Den mache ich platt jetzt. Also ich bin jetzt eigentlich recht siegessicher. Jetzt hat es gerade... Wow, das hat gerade übelst geleckt. 1, 2, 3. Was auch immer das war, ich habe mich geschildet zumindest. Das muss aber nichts heißen. Der hat irgendwelche Zauber, die der die ganze Zeit auf sein Schwert wirkt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist allerdings, dass der immer zuschlägt und sich dann während des Schlagens dreht und plötzlich trifft er mich. Obwohl der gar nicht wirklich in Reichweite war. Schön. So, ich glaube mal, ihm gehen die Tränke aus. Und erledigt. Easy, easy, easy. Man muss nur ein bisschen Geduld haben und dann klappt das auch. So, das waren toll, 400 Seelen. Pharaons Wachhund Batpka ist gestorben. Sehr schön. So, kann ich den hier platt machen von oben? Nee. Ach, nach wie vor diese blöden Krabben. Wow, das hat gesessen. Wie es aussieht. Autsch. Schön ausweichen und drauf. Komm schon. Wow, ich kann die stabben. Ist ja geil. Ja, das war's dann wohl für die Krabben. Nice. Okay, ich habe mich nicht beirren lassen. Hab Ruhe bewahrt, hab diesen Typi platt gemacht und die kleine Krabbe auch noch. Ja, die war klein. Ich stand ja über ihr mit dem Sprungangriff, nenne ich es mal. Konnte ich da schon ganz gut was leisten, ganz guten Schaden machen und so die ganze Sache ein bisschen erleichtern. Und, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist nicht die Frage, ob ein Gegner kommt und hier eine Invasion startet, sondern wann. Und, ja, okay, der Zeitpunkt war in Ordnung, war nicht perfekt, aber alles geschafft. So, dann hoffe ich doch jetzt mal, dass ich endlich mal ein bisschen weiterkomme. Ich brenne darauf, endlich mal ein neues Gebiet zu erforschen, um es mal so zu sagen, um mal hier irgendwie, ja, voranzukommen. Und vielleicht auch bald den neuen Boss, den nächsten Boss und so, ihr wisst ja, wie das ist, ne, also... Du darfst sterben durch meinen Bogen. Ja, ihr wisst ja vielleicht schon, was als nächstes kommt. Ich weiß es allerdings nicht. Ich spiele das Ganze ja blind und bin entsprechend auch meistens völlig planlos, was so auf mich zukommt. Und ja, allerdings umso mehr bin ich drauf gespannt. Ja, wie schon gesagt. Das Problem ist halt nur, dass mich ständig jemand stört. Aber das macht nichts. Wir töten die einfach, sammeln die Seelen ein und freuen uns. So, warum habe ich denn einen Bogen, wenn ich ihn nicht nutze? Mir doch egal, dass du shieldest. Zack. Da hat er wohl gedacht, er kann was trinken in Ruhe. Und jetzt stirbt er. Zack, wunderbar. Ja, darum habe ich auch ein Schild, der 100% Schaden abnimmt. Also Schaden, physische Schadensminderung hat. Geheimfahrt voraus und dann Verbündeter voraus. Okay, hier? Wirklich? Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Es könnte auch eine Falle sein. Was soll's? Ich schau mal nach. Eigentlich ist die Zeit schon fast um jetzt. Aber was macht man nicht alles, ne? So, war ich hier schon drin? Nee. Aha, der da ist also ein Verbündeter. Schön. Hallo, du da. Well, this is unexpected. Ja, ich bin auch überrascht. Have visitors.
What do you want? Geld, Seelen und sowas? This is my study that you've happened upon. Ja. If you haven't any business. Bitte um Unterricht in Zauberei. You'd better not. And should never be forced. Okay. You have your own methods. Don't let it bother you. Be on your way then. Alles klar. Unkindled. Gut, also der könnte mir Zauberei beibringen, wie es aussieht. Allerdings bin ich nicht dafür geeignet, was einfach daran festzumachen ist, dass ich Intelligenz von 9 und Glaube von 9 habe. Das ist nicht gerade viel. Na gut, dann ist es eben so. Ich würde allerdings sagen, da wir jetzt hier an einer relativ sicheren Position sind, wenn man das in Dark Souls überhaupt irgendwo behaupten kann, ne, ist es ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Das soll es also für heute gewesen sein. In der nächsten Folge, was machst du denn hier, Kollege? In der nächsten Folge versuchen wir uns weiter hier durch diese Ruine zu kämpfen, um vielleicht noch ein Stück voranzukommen. Heute bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden mit der Leistung. Also, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!